Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Skatgeschichte, einer brandaktuellen noch dazu. Jetzt am Montag ist es gewesen, beim Vereinsabend des SC Hansa Hamburg. Da haben sich wieder einige legendäre Szenen und Spielverläufe abgespielt. Ich war live dabei, übrigens eher so in der Opferrolle. Am Ende des Abends standen bei mir 5 Beetspiele zu Buche. Das war eine ganz schöne Packung, die ich mitbekommen habe. Sicher, den einen oder anderen habe ich auch ein wenig optimistisch gereizt. Mindestens einmal bin ich aber auch vom Skatgott richtig übel auf die Bretter geschickt worden. Das Beispiel zeige ich euch dann vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt habe ich erstmal zum Frustabbau wenigstens noch eine Verteilung gefunden, bei der es gerade nochmal gut gegangen ist und die auch zwei ganz interessante Motive enthält. Erstens mal eine Farbgabel, ja, die berühmte Trumpfgabel habe ich ja schon ausführlich in meinen Videos behandelt. Die Gabelposition gibt es aber natürlich auch in Farben. Und vielleicht hier noch interessanter, wie ich meine Spielweise anpasse an die von mir vermutete Spielstärke meiner Gegner. So, das ist jetzt alles noch ein bisschen abstrakt und abgehoben. Machen wir es konkret. Was ist passiert? Ich bekam in Vorhand folgende 12 Karten. Mittelhand hatte noch 20 geboten übrigens. Ungefähr mit dieser Karte. 5-mal Herz von oben, Kreuz, Ass zu dritt. Karo, Lusche, Dame, legt mich hier nicht auf die Luschen fest, die habe ich natürlich nicht mehr ganz genau im Kopf, aber so war das Blatt. Verständlich, dass da eine 20er Reizung kam. Ich habe gehalten, Hinterhand hatte nur die beiden schwarzen Buben, wenn man so will, sonst kein Fleisch dabei. Hat also gepasst. Ich schaute rein, fand gar nicht so schlecht, habe jetzt also einen ziemlich starken 6-Trumpf verpikt mit beiden Trumpfvollen und 2 Buben. Ass zu dritt, konnte 13 Augen drücken. War also ziemlich optimistisch, dass ich hier ein leicht gewinnbares Spiel in der Hand habe. Öffne also mit dem Herz Buben und der erste Stich hat mich dann schon eines Besseren belehrt, denn Trumpf steht 5:0 komplett einseitig. Mittelhand legte hier jetzt nur die Karo Dame rein, weiß natürlich noch nicht ganz genau, ob ich vielleicht auch mit Dreien habe. Außerdem zeigt er mit der Karo Dame wunderbar seine Gegenfarbe an und auch seine schwache Farbe, hilft also seinem Partner die Karte zu verstehen und der kann ja nun entscheiden, ob er hier rausnimmt oder nicht. Gut, Karo Lusche wäre vielleicht noch ein Tick besser gewesen, dann wäre es dem Spieler vielleicht auch leicht gefallen, mit der 7 zu tauchen. So hat er sich jetzt tatsächlich entschieden, die 5 Augen dann schon mal mitzunehmen, also 7 Augen bei den Gegnern. So, Karo will er natürlich aus der 10 bestellt nicht aufmachen. Ist ja auch sicher richtig, das ist genau die Farbe, in der ich nachher mit Ass König auf die Jagd nach der 10 gehe. Stattdessen hat der Spieler jetzt hier Kreuz geöffnet. Kreuz Dame, Kreuz Lusche, in Hinterhand nahm das Ass raus, nicht auf den Partner schnippeln, 21, und hat den König hinterher gespielt. König Lusche, und das war natürlich für mich jetzt gefährlich hier abzuschmeißen. Klar, dass dann hier der 7. Kreuz kommt, und falls jetzt der 5-Trumpfmann vielleicht sogar nur ein Karo hat, dann ist der natürlich weg. So oder so, das konnte ich mir in dem Fall, denke ich, noch nicht erlauben. Erstmal stechen. Die Frage ist, steche ich jetzt mit der Lusche und spiele einen Buben raus, in der Hoffnung, dass dann geschmiert wird und Trumpf Ass und 10 hoch ist? Ja, kann man machen. Kann aber eben auch leicht sein, dass dann auf den Karo-Buben hier nochmal einmal klein fallen gelassen wird und dann verliere ich ein Trumpf volles. Also keine Situation, die ich unbedingt haben möchte. Von daher lieber erstmal einen Trumpf vollen mitnehmen. Damit bin ich dann schon bei 28. Karo Bube hinterher und es kam auch genau so. Der Spieler hier lässt jetzt erstmal noch die Karo Lusche fallen, beschwert diesen Stich noch nicht. Sicher auch korrekt. Für mich hilft es insofern wenigstens, dass sich die Karte ein wenig klärt. Ich bekomme hier die Trumpf Lusche auf 30 Augen und ich kenne jetzt damit natürlich schon einige Karten von meinem Kontrahenten. Ich weiß natürlich, dass er 3 Trumpf hat und jetzt ist auch relativ klar, dass er die bestellte Karo 10 noch hat. So, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, wie weiterspielen. Es ist nur noch eine unbekannte Karte hier, nämlich diese hier. Und wenn das ein Herz voller ist, dann würde ich das Spiel jetzt gewinnen, indem ich Karo Ass spiele und danach Karo Lusche. Der Spieler bekommt dann die Herz 10 oder Ass nicht an mir vorbei. Ich habe jetzt 30 liegen mit Karo Ass 41 und kann dann mit der Trumpf 10 diesen Stich machen. Ich habe allerdings, das muss man sagen, aufgrund der Reizung die Chance nicht besonders hoch eingeschätzt, dass hier jetzt noch ein Voller sitzt, denn es war, denke ich mal, die 20er Reizung aus Mittelhand. Wenn ich die ernst nehme, dann muss das Blatt jetzt schon fast so aussehen, nachdem ich schon Karo Lusche Dame und Kreuz Ass König Lusch gesehen habe. Deswegen spiele ich aus meiner Sicht jetzt eher gegen eine Verteilung, gegen die ich bei korrektem Gegenspiel überhaupt nicht mehr gewinnen kann. Denn
wenn ich jetzt eben hier Trumpf rausspiele, was ja die Alternative ist, dann kann der Spieler, nachdem er Herz-Ass-Ladung bekommt und Trumpf-König nimmt, seine Karo 10 sichern, indem er danach Trumpf von oben spielt und mich dann mit der Pik-Dame wieder in die 10 einspielt. Das heißt, er müsste auf diesen einen Trumpfstich verzichten, und dann könnte ich danach nur noch das Karo Ass hinziehen, und er bekommt Rest und kriegt seine Karo 10 nach Hause. Ich komme dann so auf Mitte 50, kann das Spiel eben nicht gewinnen. Ich habe das auch befürchtet, dass es so steht, habe eben, wie gesagt, potenziell noch eine Verteilung, die ich schlagen kann, wenn das hier ein Herz voller ist, indem ich Karo oben unten spiele. Habe es mir aber gedacht, dass ich gegen diesen Spieler, den ich nicht so stark eingeschätzt habe, so oder so besser fahre, wenn ich jetzt eben Trumpf spiele. Gesagt, getan. Trumpf Lusche, Herz Ass, Trumpf König. Und die Einschätzung war richtig, denn der Spieler hier denkt jetzt eben nicht mal ein paar Stiche weiter, sondern spielt jetzt hier die Herz Lusche. Ich denke mal, das könnte vielen Spielern passieren. Sie wollen eben nicht erstmal freiwillig den Stich mit der Trumpf-Dame aufgeben, kommen vielleicht gar nicht auf die Idee, und Karo anzufassen ist natürlich korrekterweise ein No-Go, also wird eben die Herz-Lusche gespielt. Das Problem ist, jetzt kann ich auf beliebige Weise das Spiel gewinnen. Ich könnte jetzt einfach mit der Trumpf-10 stechen und danach die Trumpf-Lusche wieder rausspielen. Dann kann ich sogar Karo Ass und König bekommen mit Karo 10 Lusche, käme dann also sogar auf 65. Ich war jetzt aber dann auch schon scharf genug, nachdem der Abend sowieso bis dahin unrund lief, jetzt hier mal genau auf 61 nur zu spielen, habe also hier die Karo Lusche abgetragen, hinten wurde rausgenommen. Auf den letzten Kreuz hat der Spieler jetzt allerdings auch keine Möglichkeit mehr, seine Karo 10 zu retten. Wenn er etwa hoch vorsticht, dann könnte ich Karo König abschmeißen, wenn er kleinsticht, steche ich über, spiele Pik Lusche, und der natürliche Zug, der hier auch passierte, war, dass die Karo Lusche fallen gelassen wurde, ich gestochen auf 40 Augen, und dann nochmal schnell das Karo Ass auf 61 hingezogen. Das war jetzt natürlich ein Highlight, weil es genau für 61 gereicht hat, und weil es eben eine dieser wenigen Momente innerhalb dieser Liste war, wo ich trotz einer krassen Gegenverteilung das Spiel gerade noch so über die Ziellinie retten konnte. Dann wollte ich mich abschließend natürlich noch einmal bedanken. Ich freue mich riesig. 4000 Abonnenten, wenn ihr es gesehen habt, wir haben die nächsten 1000er voll gemacht. Das ist sensationell. Da freue ich mich jedes Mal wieder, wie gerne ihr diesen Kanal verfolgt, wie ihr ihn offensichtlich auch weiter promotet. Deswegen vielleicht zur Feier des Tages schreibe ich gleich nochmal einen Facebook-Eintrag über dieses Video, und wenn ihr mitfeiern wollt, dann teilt doch diesen Eintrag einfach mal mit euren Freunden in eurem Facebook-Feed, damit wir einen guten Start hinlegen, um die nächsten 1000 anzupeilen. Bei 5000, ja, da, ich weiß noch gar nicht, was ich da mache. Konfetti! Große Feier, alle kommen zusammen im Hamburger Stadtpark oder irgendwie sowas. Naja, gut, das sehen wir dann. Erstmal muss es jetzt weitergehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wie immer, gut Blatt.